Craven's Mindripper ist ein 0815 Science-Fiction-Horror-Schocker, dem man sein Budget von 8 Millionen Dollar eigentlich zu keiner Sekunde ansieht. Der Film wirkt genau nach dem, was er ist, ein billiges B-Movie, das als Direct-to-Video-Produktion entstanden ist. Das Bild ist durchgehend sehr dunkel, man erkennt relativ wenig, die Sets wirken billig und man merkt einfach, dass das dunkle Bild einfach nur dazu da ist, um die marginalen Sets ansatzweise zu kaschieren. Generell gibt es in dem Film, finde ich, sehr wenige Effekte. Auch die Kills sind nur mäßig blutig inszeniert. Nicht einmal für Gorehounds ist der Film auch nur ansatzweise sehenswert oder interessant. Das Einzige, was an diesem Film cool ist, ist Lance Henriksen. Aus dem einfachen Grund, dass Lance Henriksen immer cool ist. Die schauspielerischen Leistungen sind aber generell kein wirkliches Highlight. Was allerdings den Film Mindripper komplett quasi versagen lässt, ist der Hauptbösewicht, der einfach nur ein ziemlich weinerlicher, erbärmlicher Emo-Widersacher ist, der null bedrohlich und furchteinflößend wirkt. Der ganze Film und vor allem der Charakter schaffen es zu keiner Sekunde ansatzweise Spannung oder Atmosphäre aufzubauen. Das Ergebnis ist eine ziemlich langweilige, lahme Standard-Horror-Kost, die außerdem, und ich glaube, dieses klitzekleine Detail habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt, absolut rein gar nichts mit The Hills Have Eyes zu tun hat. Aber da kann man der Produktionscrew zumindest zugute halten, dass sie das vor Produktionsbeginn noch geändert haben, obwohl der Film ursprünglich als Sequel vorgesehen ist. Im Endeffekt, wer sich einen Teil der Originaltrilogie von The Hills Have Eyes anschauen möchte, bleibt bitte beim ersten Teil, weil nachdem er sich den zweiten schon schenken konnte, kann man auf den dritten wirklich doppelt verzichten.